Guten Morgen, Leute! Ein neuer Tag, ein neuer Vloggy! Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon ewig nicht mehr gevloggt habe. Es gab aber auch jetzt nicht so wahnsinnig spannende Sachen. Deswegen habe ich eher so normale Videos gedreht in letzter Zeit. Aber heute dachte ich mir, startet endlich meine Vlog-Reihe zum Thema eigenes externes Büro. Ich hatte euch das ja schon erzählt, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, beziehungsweise halt endlich ernsthaft auf der Suche war nach einem eigenen externen Büro. Wieso, weshalb, warum, das habe ich euch eigentlich schon alles erzählt, das will ich jetzt nicht noch mehr erzählen. Kurz gesagt erhoffe ich mir einfach dadurch mehr Produktivität, mehr Platz, auch gerade weil ich ja jetzt immer mehr Fashion-Videos und so drehe und da super viel Spaß dran habe. Das ist halt aber problematisch, wenn man dafür immer sehr viel Platz braucht und dafür muss ich immer das komplette Wohnzimmer umstellen. Und jetzt habe ich endlich ein Büro gefunden, was auch wirklich sehr günstig ist und auch groß genug für all meine Dinge, die ich da drin halt drehen möchte und so weiter. Und deswegen habe ich am Montag dann die Schlüssel bekommen und wir hatten halt die Übergabe und jetzt habe ich ein Büro, was aber im Moment leider noch überhaupt nicht nutzbar ist, weil da nämlich kein Boden drin ist. Da war vorher ein alter blauer Teppichboden drin, der aber schon so richtig versifft war und so. Und den haben die Gott sei Dank schon mal für mich entfernt. Und ich möchte da jetzt gerne Laminatboden reinlegen und ja. Genau das ist jetzt heute zunächst einmal der Plan. Gleich kommt Ann-Christine zu mir und wir fahren erst einmal zu Poco, weil ich nämlich gesehen habe, da ist das Laminat besonders günstig. Und ich möchte jetzt halt wirklich nicht so unglaublich viel dafür ausgeben, weil ja erstens ich nicht weiß, ob das Büro wirklich so sinnvoll ist. Ich muss das ja erst alles mal so ein bisschen testen und falls ich halt wirklich merke, okay, das hat irgendwie überhaupt keinen Sinn, ich arbeite trotzdem von zu Hause, dann muss ich halt leider auch das Laminat wieder rausreißen. Das steht im Mietvertrag, aber ja, so ist es halt. Deswegen will ich da jetzt auch nicht so ein Vermögen ausgeben. Ja, das ist erstmal heute der Plan, beziehungsweise der Plan für die Woche, dass wir da halt endlich einen Boden reinbekommen und dann geht es natürlich weiter mit Möbeln und so weiter. Ich hoffe auch, dass funktioniert relativ schnell. Ich habe mir auch schon einige Möbel ausgesucht. Problem ist halt immer, das dauert mit der Lieferung. Deswegen hoffe ich, dass ich mein Büro bald nutzen kann, weil ich bezahle natürlich jetzt schon dafür. Und da möchte ich natürlich dann jetzt auch so schnell es geht irgendwie loslegen können. Ja, ansonsten, was gibt's noch Neues? Genau, ich habe jetzt endlich einen Urlaub gebucht, beziehungsweise Philipp und ich haben Urlaub gebucht. Und zwar machen wir einen Roadtrip in Kalifornien, beziehungsweise Kalifornien und Nevada, ist ja Las Vegas und sowas halt. Und da freuen wir uns schon so krass drauf. Es geht schon Ende September los und Philipp hat halt leider nur 10 Tage Urlaub. Das heißt, wir müssen so einen Roadtrip in 10 Tagen machen und wir haben echt eine große Reise für diesen begrenzten Zeitraum vor. Und zwar fliegen wir nach Los Angeles, von da geht's weiter nach Las Vegas, von Las Vegas aus zum Grand Canyon, dann wieder zurück nach Las Vegas und dann geht es zum Yosemite, oh, ich weiß nie, wie man das ausspricht, sorry, National Park und da bleiben wir auch eine Nacht. Dann geht's runter nach Santa Cruz und von da dann nach San Francisco und von dort fliegen wir auch wieder zurück. Also das wird schon recht heftig, würde ich sagen. Aber wir freuen uns schon mega drauf. Philipp war halt noch nie in den USA und generell halt auch natürlich nicht in Kalifornien und so. Ich war da ja schon, ich war ja auch schon in San Francisco und Las Vegas und so weiter. Und ich freue mich, das jetzt einfach nochmal zu sehen und einfach nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Weil das letzte Mal, als ich da war, war es auch irgendwie super kalt und regnerisch. Und jetzt im September sollte da ja eigentlich recht gutes Wetter sein und sehr warm und so weiter. So, ich bin jetzt fertig und wir fahren jetzt erstmal los zu Poco und ich wollte euch mal gerade mein Outfit zeigen. Und zwar habe ich hier so ein neues Top, aber irgendwie habe ich das, glaube ich, ein bisschen groß bestellt, ich weiß auch nicht. Also so wirklich bücken kann man sich damit auch nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz süß, weil das hier so einen gewellten Ausschnitt hat. Das habe ich von Only und dann habe ich hier diese Hose nochmal seit längerem an. Die kennt ihr ja, glaube ich, auch von mir. Die ist von Mango. Ich glaube, beide Sachen gibt es noch. Die kann ich euch auf jeden Fall mal in der Infobox verlinken. Ansonsten habe ich hier einfach nur so ganz normale
Sandalen an. Die habe ich auch recht neu, weil ich nämlich irgendwie keine Sandalen besitze. Ich weiß auch nicht, ich bin ein absoluter Sandalenhasser. Ich finde die alle hässlich. Ich finde auch die jetzt nicht so wahnsinnig schön. Aber ich dachte mir, komm, du musst jetzt einfach mal welche kaufen, weil ja, jedes Mal laufe ich mit Turnschuhen rum und meine Füße schwitzen. Und das ist nicht so geil. So, genug gelabert. Jetzt fahren wir los und schauen mal nach Laminat. So, wir sind jetzt bei Poco und gucken uns die verschiedenen Laminat und Vinyl und so weiter Sachen an. Aber Vinylboden, habe ich schon gesehen, ist nochmal wesentlich teurer als Laminat. Und dann nehme ich, glaube ich, lieber die günstigere Variante. Jetzt ist nur halt die Frage, möchte ich eher einen helleren Boden oder eher einen dunkleren? Ich glaube, das kommt jetzt auf der Kamera komplett anders rüber. Das ist gar nicht so gräulich, wie es jetzt hier erscheint. Aber so einen dunklen finde ich schon auch irgendwie cool. Da ist die ganze Sache nochmal in gräulicher. Hier sieht man jetzt, glaube ich, auch ganz gut den Unterschied. Also das hier ist jetzt so das günstigste, was wir gefunden haben. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Einmal das hier, das kostet nämlich nur 4,99 pro Quadratmeter. Und dann gibt es noch das hier. Ich meine, ich mag die Farbe davon, dass das so dunkel ist. Das kostet sogar nur 3,98, aber ich finde, das sieht relativ billig aus, weil das hat überhaupt keine Maserung. Das hier ist so ein bisschen rauer noch. Das sieht ein bisschen echter aus, sage ich mal. So, ich überlege jetzt gerade mal hier. Das ist das Laminat, was mir bisher am besten gefallen hat. Das kostet aber natürlich ungefähr doppelt so viel wie das daneben. Aber das hier ist halt schon wieder relativ gelblich und das ist ein bisschen gräulicher. Was mir besser gefällt. Aber doppelt so teuer. Was würdet ihr machen? Ich weiß es nicht. Wir haben uns überlegt, wir fahren jetzt doch lieber erstmal in den Baumarkt und schauen, was die jetzt noch hier haben. Okay, also hier der Baumarkt, hier Bauhaus war leider voll der Fail. Hier sind nur super teure Laminatböden. Die kosten alle mindestens 10 Euro pro Quadratmeter. Und gerade bei Poco war das teure bei, ich glaube, 8 oder 9 Euro. So, wir haben uns jetzt hier für das Laminat der Kuchen entschieden. Das war das Ganze erstmal zur Kasse kriegen. So, ich würde mal sagen, in so einen kleinen Scirocco passt doch eine Menge rein. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so ganz ungefährlich gepackt ist, aber anders geht es nun mal nicht. Eigentlich wollten wir heute noch das ganze Laminat ins Büro bringen, aber wir haben es vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie schwer so ein Paket ist. Und mein Büro ist halt im zweiten Stockwerk. Und deswegen warten wir jetzt bis Donnerstag, bis Philipp wieder da ist. Und dann soll er uns helfen. Na Schatzi, ich liebe dich. So Leute, ein paar Tage später, wir haben jetzt Donnerstag, sind wir jetzt auf dem Weg zum Büro, haben hoffentlich alles, was man zum Laminat verlegen braucht, im Auto. Nein, haben wir nicht. Aber wir hoffen zwar, dass es reicht und dann schauen wir mal, wie das heute wird. Guck mal. Hallo. Einen schönen guten Morgen auch von dem männlichen Part in diesem Auto. Nee, da unten ist noch ein männlicher Part. Ja, das ist aber das Haustier, das zählt nicht. wir haben eventuell ein bisschen viel Holz hier drin. Ja, des Weiteren habe ich dann gleich die große Ehre, 240 Kilogramm Laminat vom Kofferraum in die dritte Etage zu tragen. In die zweite Etage, wo dann das Büro ist. Ich glaube, danach weiß ich auch, was ich getan habe. Nichtsdestotrotz... Ich habe noch was zu erzählen. Was hast du denn zu erzählen? Warte, jetzt muss ich erstmal wieder so, dass du nicht immer von dem Holz gesehen wirst. Und zwar, als wir das Laminat gekauft haben bei Poco und so davor standen und uns das so angeschaut haben, da kam dann so ein Mann, stellte sich so neben mich und meinte so, ja, wie viel müssen sie denn verlegen? Und ich so, ja, einen Raum, 30 Quadratmeter. Und der so, ja... Aber unter 20 Euro pro Quadratmeter wird Ihnen das wohl keiner machen. Und ich so, ja, ich mach das ja auch selber. Der so, ja, also, ob das was wird? Ich dachte echt, ich stehe im Wald. Arschloch. Nur weil ich blond bin oder was, ey? Blond und ein Mädchen. Ja. Und jetzt sehen wir uns gleich im Büro wieder. So Leute, wir sind jetzt schon fleißig dabei, das Auto auszuräumen und es ist echt verdammt warm. Warum habe ich eigentlich so einen Rollkragenoberteil an? Furchtbar. Aber jetzt zeige ich euch mal das Büro. So, hier kommt man rein. Und da ist der Ausblick. Und ja, so sieht der Boden im Moment aus. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung für Laminat, aber das muss so reichen.
Ja, es ist einfach ein Raum. Und wir haben auch hier so eine Säule, das wird jetzt auch gleich lustig. Da ist ein kleiner Hund. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Okay Leute, wir sind jetzt schon nass geschwitzt, weil hier ist eine Bullenhitze in dem Raum, weil der natürlich wochenlang hier einfach nur zu war, ohne dass hier gelüftet wurde und so. Deswegen ist es ordentlich heiß. Aber wir haben jetzt schon fast die erste Reihe liegen und es sieht schon ganz gut aus. So ist es im Moment. Jetzt müssen wir halt das erste Stück zuschneiden. Aber es liegt schon was. Yay! Und es hat bisher ganz gut geklappt. Und die Farbe gefällt mir auch ganz gut vom Laminat, was man so bisher sehen kann. Wie man sehen kann, ich bin ordentlich geschwitzt. Es ist aber auch echt wirklich sehr warm hier drin. Und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5? 5 Reihen! Yay! Wie lange haben wir jetzt schon gebraucht? Wie viel Uhr haben wir? 10:01. Ja, 2 Stunden ungefähr für 5 Reihen. Läuft. So sieht es im Moment aus. Sehr schön, aber super viel Arbeit. Besonders wegen diesen Aussparungen hier an der Heizung natürlich, das dauert lang. Das wird jetzt beim nächsten auch das Problem sein, fürchte ich. So weit sind wir jetzt gekommen. Das Stück fehlt jetzt noch. Aber jetzt machen wir erstmal ein Päuschen mit Pizza. Und Milo hätte gerne auch ein Stück. Hat schon. Hat er schon? Mhm. Gibt's ja wohl nicht. Nach vielen Schwierigkeiten und vielen Schmerzen haben wir es geschafft. Wir sind tatsächlich fertig. Wie viel haben wir jetzt? 17.29 Uhr. 17:30. Ja, es ist halt nicht perfekt geworden. Ich zeig's euch jetzt mal. So sieht der Raum jetzt aus. Hier muss natürlich noch alles gewischt und gestaubsaugt werden. Hier stehen noch so ein paar Sachen rum. Ja, Fußleisten haben wir auch soweit angebracht, aber die Ecken, die wir dafür gekauft hatten, die haben alle überhaupt gar nicht gepasst. Also ist das jetzt ziemlich provisorisch, aber wenn man so reinguckt, sieht man das nicht. Das Einzige, was man natürlich sieht, ist das hier. Und zwar hatte ich euch ja schon mal erzählt, dass diese Tür leider zu tief ist, sodass das Laminat nicht darunter gepasst hat. Deswegen muss ich jetzt hier irgendein Teppich hinlegen oder so. Aber ja, ist halt leider so. Wir haben auch extra den Hausmeister geholt und gefragt, ob man ja die Tür vielleicht irgendwie erhöhen kann. Aber der meinte, nein, nur ein paar Millimeter und das reicht leider nicht. Ja, super ärgerlich, aber naja, ist halt so. Ja, ansonsten sieht es soweit ganz gut aus. Das einzige Problem ist hier diese Säule. Da wissen wir noch nicht so ganz, was wir machen, weil die Fußleisten da drumherum passen leider nicht so gut, weil die dann hier voll hässlich an den Seiten aussehen würden. Vielleicht habt ihr da ja noch irgendeine Idee, was wir hier machen können. Kein Plan, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Lassen wir erstmal so. Aber ansonsten sieht es echt sehr schön aus. Und ich finde auch das Laminat an sich sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. Und was sagst du dazu, Milo? Findest du gut? Ja? Wir sind wieder zu Hause und wirklich fix und alle. Uns tut alles weh. Wir haben Rückenschmerzen. Die Hände tun mir so übertrieben weh. Ich muss auch ganz dringend ins Nagelstudio. Oh, ich habe mir bestimmt heute mit dem Hammer auch 10-mal auf die Nägel gehauen. Aber ich bin echt happy. Wir haben es geschafft. Und oh, das Schlimmste ist auf jeden Fall jetzt ja, durch. Jetzt muss ich aber leider noch mindestens bestimmt 2 Wochen auf die Möbel warten, die ich bestellt habe. Aber da ist das Gute, die werden alle montiert. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht nochmal handwerklich uns bemühen. Und falls ihr euch wundert, was das hier für ein Geräusch ist, Eckhard ist wieder am Saugen. Und Milo hat, weil er so brav war, heute auch ein bisschen was zu fressen bekommen. Leckerchen, ne? Ja, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Richtig, gar nichts mehr. Naja, so heute ist echt durch. Wir haben jetzt ja auch schon 6:30. Ich werde mir jetzt eine Badewanne einlaufen lassen.
und dann wird gebadet, weil ich bin sowas von voller Sägespäne, Schweiß und Dreck. Das muss jetzt auf jeden Fall alles runter. So, ich habe jetzt hier mal noch so eine Laschbadekugel, die nehme ich heute mal. Mal sehen, wie die aussieht. Huhu! Yay! Yeah. Ziemlich cool. So, da ich jetzt auch nur noch in die Badewanne verschwinde und danach auf die Couch und Philipp geht jetzt auch nur noch duschen, würde ich sagen, beenden wir einfach an dieser Stelle auch den Vlog. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ihr seid auch so gespannt wie ich, wie es wohl weitergeht mit dem Büro und wie es zum Schluss halt aussehen wird. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es weitergeht. Und ja, jetzt würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!